Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West Burning Shores. So, und wir haben die überlebenden Quen gefunden, die sich hier irgendwie in einem, ja, in einer Anlage der Ahnen aufhalten, keine Ahnung. Und wir sind auf dem Weg zu einer Auferstehungshalle. Willkommen, Auserwählte. Du hast gereist, du hast gelitten. Deshalb Auserwählte. Ich habe dich gefunden und ich biete dir an, was du verdienst. Die Auferstehung. Sei unbesorgt, vergiss, was du zu wissen glaubst und umarme diesen Moment. Eine neue Welt erwartet dich. Okay. Sag ich ja. Ach du Schande, okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Außer alten Sektgläsern, die hier erstaunlicherweise noch stehen. Oh, das ist sehr viel Laundra. Er will, dass wir sein Licht umarmen. Wortwörtlich. Na toll. Ich versuch's. Ich möchte dir ein paar alte Freunde vorstellen. Wir waren auf der besten Party der Stadt, um den großen Sieg zu feiern. Wie konnten Sie? Und während die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet war, stürmte mein Ex-Geschäftspartner herein. Und er ist neidisch auf unseren Erfolg. Und er wirft mir einen Drink ins Gesicht. Aber kein Tropfen traf mich. Denn mein Leibwächter Jack warf ihn zu Boden. Und die anderen, Riley, Nolan und Parker, tja, sorgten für seinen Rauswurf. Aber meine Evelyn ermutigte alle, darüber zu lachen. Ich habe sie bewundert. Ihre Hingabe an mich bedeutete mir alles, mehr als jede Auszeichnung. Und es war der schönste Abend meines Lebens. Aha, das ist toll für dich. Landra scheint es gewohnt zu sein, verehrt zu werden. Wow. Wirklich. Ein bisschen. Was haben wir hier? Ihr müsst die sein, die Brenig erwähnte. Zwei weitere Seelen, die ihr undankbares altes Leben hinter sich lassen wollen. Ja, das sind wir. Du bist Kiral, stimmt's? Du warst auf der Funken stationiert. In meinem früheren Leben, ja. Nur eine weitere Marinesoldatin auf hoffnungsloser Expedition. Ach, genug davon. Wie Walter sagt, wir müssen die Vergangenheit vergessen. Unser Leiden hat uns hierher geführt. Und jetzt steht die Auferstehung kurz bevor. Dieser Ort ist solch ein Wunder, nicht wahr? So etwas habe ich doch nie gesehen. Oh, aber es ist noch nichts im Vergleich zur Auferstehungshalle. Warst du drinnen? Allerdings. Ich bewies meine Hingabe nicht lange, bevor ihr zu uns kam. Jetzt warte ich auf das, was vor mir liegt. Ein Schritt näher an der Auferstehung. Du sagtest, du wartest auf das, was vor dir liegt. Wir sammeln noch Informationen, aber ich dachte, unser Ziel wäre die Auferstehungshalle. Ihr seid nicht die Ersten, die Walters Plan für uns nicht begreifen. Mein Rang ist mir sicher, da ich gesehen habe, was in der Halle ist. Aber es gibt noch mehr, was er uns bietet. Ich weiß es einfach. Das muss der Grund sein, warum die Ergebenen an einen anderen Ort kommen. Und sobald Seth zurückkehrt, bringt er mich dorthin. Ich bin bereit. Hast du eine Ahnung, wo dieser Ort genau liegt? Irgendwo, wo wir Walter näher sind. Seiner Umarmung. Du warst also in der Auferstehungshalle. Ist sie so besonders, wie wir glauben? Ich sollte nichts sagen. Ich möchte euch nicht das Erlebnis verderben, das ich hatte. Ach komm, Kiral. Nur ein Hinweis. Wir wollen unbedingt wissen, was da drin ist. Ich sag euch eins. Es ist atemberaubend. Wie
der Moment, als Walter zum ersten Mal vor unserem Boot auftauchte. Nur besser. Beweist eure Hingabe. Und ihr werdet sehen. Tja, danke für das Gespräch, Kiral. Wir sollten uns wieder mit Walter befassen. Ja, natürlich. Viel Glück bei den Nachforschungen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der Auferstehung. Okay. Ach gut, der Typ wieder. Ja, Moment. So, was haben wir hier? Setz dich zu mir. Ich will nicht. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Oh. Einst hatte ich ein Haus auf dieser Welt mit der schönsten Aussicht auf die Stadt. Meine Frau und ich liebten es, die Lichter der Stadt im Abenddunst leuchten zu sehen. Unser Moment der Gelassenheit. Doch dann kam die Zeit der Asche. Der Himmel bot einen Ausweg, aber am Ende überlebte nur ich und erlangte das Geheimnis der Unsterblichkeit. Evelyn, alle, die ich schätzte, einfach fort. Ich war alleine. Deshalb bin ich froh, dich gefunden zu haben. Bald werden wir die Ewigkeit in einer neuen Welt verbringen. Jeden Sonnenuntergang. Gemeinsam. Ja, nein, danke. Alter Vater. Lieber noch ein Taifun, als die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ist da drüben vielleicht auch noch was? Oder war ich hier? Du speist wie Kaiser. Bestimmt Londres Nächstenliebe. Okay. Na gut. Dann reden wir mal mit hier. Wie heißt er? Brenik. So, was willst du jetzt von uns, hä? Oh, unsere Weltverbesserin. Und die Barbarin. Jetzt macht alles Sinn. Die Zeit der Asche, die Überschwemmungen im großen Delta. Wir sind gefangen in einem Kreislauf der Zerstörung, doch bald haben wir eine neue Welt. Ein wirklich schönes Versprechen. Da ihr eure Hingabe bewiesen habt, seid ihr bereit für das, was als nächstes kommt. Seth führt euch dorthin, sobald er zurück ist. Nicht so schnell. Eure gute Tat in der Wildnis mag euch so weit gebracht haben. Aber hier bekommt ihr keine Sonderbehandlung. Walter selbst hat mir das Privileg erteilt, die Auferstehungshalle zu bewachen. Bis ihr eure Prüfung abgeschlossen und die Worte der Erlangung erfahren habt, bleibt die Tür verschlossen. Keine Ausnahmen. Schon gut. Wir kommen später zurück. Klingt, als müssten wir eine Art Londra-Hingabeprüfung bestehen. Aber wer weiß, wie viel Zeit wir haben, bevor dieser Seth zurück ist. Es muss einen schnelleren Weg geben, diese Worte der Erlangung zu erfahren. Sehen wir uns mal um. Gut. Ich glaube nicht, dass die Worte in diesen Londra-Hologramm steckten. Aber vielleicht helfen sie uns, mit den anderen zu reden. Vielleicht können wir sie überreden, uns zu helfen. Ich hole uns was zu trinken. In der Zwischenzeit erinnere dich daran, was Walter über die Zukunft gesagt hat. Anscheinend teilst du die Begeisterung deines Freundes darüber nicht. Ich sollte mich mehr freuen, nicht wahr? Es ist in Ordnung, Dinge zu hinterfragen. Lan war begeistert, als wir die Auferstehungshalle betraten. Er ist schon gespannt, wohin wir als nächstes gehen. Aber ich fürchte, das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Warum gehst du da nicht einfach? Ich kann ihn nicht zurücklassen.
Wir haben alles gemeinsam durchgemacht. Die Mission, den Taifun, den Schiffbruch. Und bald die Auferstehung, schätze ich. Anscheinend sind die meisten Quen überglücklich, Londra zu folgen. Warum du nicht? Zuerst wollte ich dran glauben. Alles, was er erzählte, schien eine Leere zu füllen. Vielleicht hatte ich endlich einen Platz gefunden, wo ich hingehöre. Ich dachte daran, dass unsere Räte sagten, wir sollten den Tugenden des Vermächtnisses folgen und gut und aufrichtig sein. Und dann haben sie meinen Vater weggezerrt, weil er sich gegen einen kaiserlichen Erlass aussprach. Bin nicht sicher, ob es hier anders ist. Walter könnte ein liebender Ahne sein, aber mit einem Schläger wie Zeph, der... Seine Freundlichkeit ist ebenso bedingt wie die des Kaiserreichs. Soweit man in der Siedlung weiß, seid ihr in die Wildnis gegangen und verschwunden. Wie seid ihr hier gelandet? Len und ich waren Teil einer Sperrmission aufs Festland. Aber die Sache ging schnell schief. Wir waren verloren und hungrig. Unser Brot war kaputt. Und dann hat Walter unser Lager gefunden. Ein lebender Ahne. Direkt aus der Wildnis, der uns sagt, dass wir auserwählt sind. Dass wir sicher sind. Es war leicht zu glauben. Jeder hier hat eine ähnliche Geschichte. Warum hat uns da niemand informiert? Nicht alle sind auserwählt. Walter sagt, wir müssen unser altes Leben hinter uns lassen, um aufzuerstehen. Niemand hat das hinterfragt. Hätte ich's bloß getan. Du sagtest, Glenn kann kaum erwarten zu sehen, wohin ihr als nächstes geht. Weißt du, was dort geschieht? Ich schätze, dass es noch ein Test sein wird. Wie hier. Sobald man in der Auferstehungshalle war, bringt Zeph einen dorthin. Er und seine Truppen sind die einzigen, die hier zurückkommen. Alle reden dauernd von ihm. Ich habe den Eindruck, er ist kein netter Kerl. So nett wie eine Feuerklaue. Aber es ist nicht nur er. Die Soldaten, die ihm folgen, sind auch so. Sie wissen wohl, dass sie tun können, was sie wollen. Da sie nicht mehr dem Admiral oder der Aufsicht unterstehen. Du hast gutes Recht, skeptisch zu sein. Londra führt was im Schilde. Wir müssen in die Auferstehungshalle, um rauszufinden, was. Und dafür brauchen wir die Worte der Erlangung. Ich will keinen Ärger machen. Wenn Zeph zurückkommt, kriegt er raus, dass ich geredet habe. Hat es etwas mit einem dieser Londra-Displays zu tun? Das ist wichtig, Otoso. Es stehen viele Leben auf dem Spiel. Es hängt damit zusammen, was Walter am meisten an seinen Freunden schätzt. Das ist nicht schwer herauszufinden. Londra liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Nein, so war das nicht. Das war eine dumme Idee. Ich sollte nicht mit euch reden. Hey, alles wird gut. Versprochen. Es tut mir leid. Es geht nicht. Bitte lasst mich in Ruhe. Das hätte besser laufen können. Verdammt. Er lässt sich sicher nicht nochmal überreden, uns zu helfen. Vielleicht sollten wir zu Londra recherchieren, bevor wir mit jemandem reden. Okay. Das ist jetzt ja mal ein bisschen doof. Aha. Nur wer Walter ergeben ist, verdient die Auferstehung. Aha. Schönen Dank auch. So. Aber ich hab mir das schon angeguckt. Oh Gott, sieh nun wieder da oben. Wolltet ihr noch etwas anderes? Hör mal, Kiral, du musst uns helfen. Du hast gesagt, die Auferstehung stehe kurz bevor. Seika und ich wollen unsere Hingabe so schnell wie möglich beweisen. Doch uns läuft die Zeit davon. Wir müssen in die Auferstehungshalle. Aber der einzige Weg, die Worte der Erlangung zu erfahren, ist das Bestehen der Hingabeprüfung. Es sei denn, du hilfst uns. Wir sind uns ähnlich. Wir haben bisher so viel erlitten. Stürme, Schiffbrüche, Jäger, Killermaschinen. Dorthin wollen wir nicht mehr zurück. Ja, wir sollten alle sein Licht umarmen. Vielleicht sogar mit einer helfenden Hand. Na schön. So was Ähnliches hat Walter gesagt, als er bei uns saß und seine Geschichte erzählte. Darüber, wo die Ewigkeit liegt.
Eine neue Welt? In einer neuen Welt, stimmt's? Als Teil der Auferstehung. Ganz genau. Ihr versteht ihn wirklich so gut. Aber ich weiß nicht. Ich sollte mich besser an die Vorgaben halten. Bitte, Kiral. Wir wollen nicht in einer Welt ohne Walter leben. Na gut, ich sag's euch. Nur durch Hingabe kann ich sein Licht umarmen. Nur durch ihn kann ich in eine neue Welt auferstehen. Danke, wir schulden dir was. Schön, dass ich helfen konnte. Möget ihr sein Licht umarmen. Wir haben unsere Worte der Erlangung. Okay. Renik sollte uns jetzt in die Auferstehungshalle lassen. Und da bin ich ja mal gespannt. Ich sagte es bereits. Niemand kommt an mir vorbei, ohne die Worte der Erlangung. Oh, wir kennen die Worte. Seka? Oh nein. Dir gebührt die Ehre, Aloy. Nur durch Hingabe kann ich sein Licht umarmen. Nur durch ihn kann ich in eine neue Welt auferstehen. Es hat noch nie jemand die Hingabeprüfung so schnell bestanden. Tja, wir schon. Gehst du jetzt aus dem Weg? Ich weiß nicht, wie viel ich von Londra noch ertragen kann. Schauen wir, was er wirklich vorhat. Okay, jetzt wird's lustig. Also hoffe ich, gucken wir mal, ne? Hallöchen. All diese Zeit wollten sie gar nicht gefunden werden. Wir wissen nicht, ob sie alle so denken. Ja. Klar. Nichts. In der Auferstehungshalle gibt es hoffentlich Antworten. Ist hier sonst... Oh, da ist was. Haha. Ach, Hallöchen. Datenpunkt. Irgendetwas an Novas Tonfall war heute anders. Ein Hauch von Aufsässigkeit. Nach Korrektur ihrer Einstellungen ist sie wieder in der Spur, aber zur Sicherheit führe ich eine Komplettdiagnose durch. Mhm. Ein Aufzug. Ui. Mal sehen, wohin er führt. Alter Vater. Große Halle. Sonst noch irgendwas? Au, oh, halt, was ist das da? Vorratskiste, okay, das ist mir Hupe. Irgendwo ein alter Datenpunkt? Nee, ne? Generator-Kontrollknoten. Na dann. Einmal nach oben, bitte. Oder nach unten? Nee, nach oben. Landra weiß wirklich, wie man Spannung aufbaut. Da oben muss ein ganz schönes Spektakel sein. Tja. So erstehen sie auf. Landra baut ein Raumschiff, wie es aussieht. Sehen wir uns das genauer an. Alter Vater, schick, schick, schick das Ding. Die Wolken. Die sind nicht real. Alles ist Illusion. Tja. Gut erkannt, Mädel. So. Oh, hier, da ist noch eine Vorratskiste. Achso, da ist noch eine Tür. Noch eine Bunkertür. Yep. Okay, die ist verschlossen wahrscheinlich, ne? Jupp, yep, ist sie. Okay. So, was ist da? Die dürfte auch kaputt sein. Oder kann ich hier irgendwas beschicken? Nope, kann ich nicht. Nun gut, bleibt nur die Tür. B, die geht auch nicht. Oder ich muss da irgendwie hoch. Obwohl, nee, glaube ich nicht. Hallo? Lass mich rein. Erkunde die Auferstehungshalle. Ja, okay. Ach, hier geht's runter. Oh Mann. Ich Blindfisch, Alter. So. Oha. Na, da hoch komme ich nicht, ne? Nope.
Okay. Dann andere Seite und darunter. Flupp. Die wollten mir erzählen, das haben alle gemacht hier? Meine Schöpfung, der Notwendigkeit halber dem Schoß des Horus entschlüpft, ist unendlich viel einfallsreicher als ihre uralten Vorgänger. Nicht einmal Chivumbe hätte sie ersinnen können. Ich hoffe nur, sie ist schnell genug, um seinem Schatten zu entrinnen. Okay. Wer auch immer Chivumbe ist. Mein Fokus. Was war das? Es ist eine Warnung, glaube ich. Vor Strahlung. Irgendein Giftstoff. Fürs Erste bin ich wohl sicher, aber ich sehe mir lieber mal das Schiff an. Okay. Aha. Sag mir, was du siehst. Okay. Ach. Sein Antrieb, den er früher erforscht hat, bestimmt, ne? Tja. Prachtkapsel. Eine Rakete. Die Quelle der Strahlung. Darum hat er sich in seinem Hauptquartier Daten dieses alten Prototyps geschnappt. So bekommt er wohl den nötigen Auftrieb. Tja. Das ist durchaus möglich. Oh, halt, hier ist noch ein Tresor, ey. So, was haben wir denn noch? Hallo? Hat den Horusdrucker wieder in Gang. Zum Bau des Schiffs. Okay, ich hab genug gesehen. Was ist los mit dem Schiff? Okay. Der Blick gefällt mir nicht. Was hast du gefunden? Der Horus. Er hat ein spezielles Bauteil. Eins, das fast alles Erdenkliche herstellen kann. Teile, Werkzeuge, sogar ganze Maschinen. Laundra hat es so eingestellt, dass es alles für sein Schiff baut. Aber damit das Schiff abhebt, braucht es eine Menge Energie. Weit mehr als Laundra mit dem, was er hatte, erreichen konnte. Also suchte er nach etwas aus seinem alten Unternehmen. Genau. Ein Teil der Daten, die er bekam, war ein Entwurf für eine Art Schub. Einen, der unglaublich giftig ist. Wenn dieses Schiff abhebt, wird es ein Gift von hier in jedes Stammesland der Gegend verteilen. Alle werden krank und sterben. Eines verstehe ich noch nicht. Warum sollte Laundra das alles tun, nur um dieser Welt zu entkommen? Oh, schon wieder! Seika? Du sagst mir immer noch nicht alles. Meine Leute sind diejenigen, die in all das verwickelt sind. Meine Schwester! Ich verdiene es zu wissen. Stimmt. Ich sag es dir. Es wird nur nicht... Unsere Zeit ist wohl vorbei. Verlogener Abzaun. Oh, das muss unser Freund Seth sein. Ausschwärmen! Die Verstärkung wird folgen. Ich werde euch erledigen. So eine Kanone habe ich noch nie gesehen. Wohl ein neues Spielzeug von Laundra. Okay. Wie kommen wir überhaupt hier raus? Seth hat den gesamten Bereich abgeriegelt, aber vielleicht lässt sich das deaktivieren. Nun gut. Glaub nicht, dass sie zuhören, Dicker. So. Welch mit euch? Entweder ein leuchtender Blablabla. Bla, bla.
So. Aua! Lass das! Willst du es mit mir aufnehmen? Aber freilich! Ui! Das glaubst doch nur du! Hui! Die lassen nicht locker. So, Hallöchen. So. Moment mal. Oh, hier eben die ganze Zeit mit dem falschen Bogen geschossen. Shit. Oh, Hallöchen, da ist ja noch einer. Nö, nö. Aue. Das glaube ich nicht. Mann, Feierabend. Mensch, jetzt lass mich doch mal. So. Aua, aua, aua. Da geht's nicht hoch. Muss die Abriegelung deaktivieren. What? Okay. So. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, um Seth kümmern wir uns in der nächsten Folge. Hier harren wir jetzt erstmal kurz aus. In der nächsten Folge geht es dann logischerweise genau hier weiter. Ups, sorry, einmal kurz aufs Mikro geschlagen. Und dann gucken wir mal, was wir hier genau machen müssen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo auf meinem Kanal da. Tschüss.